Hi, ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Christian Piersdorfer und ich bin der Veranstalter des ersten Online-Männerkongresses im deutschsprachigen Raum. Was ist ein Online-Männerkongress? Ja, als ehemaliger Kickbox-Profi und angehender Psychotherapeut habe ich zwei verschiedene Welten kennengelernt mit sehr vielen Vorurteilen. Und mit Hilfe dieses Kongresses möchte ich diese unterschiedlichen Welten, dieses Yin und Yang, zusammen mit einem Expertenteam versuchen zu integrieren und mit vielen Vorurteilen aufzuräumen. Ähnlich wie Nick, unser Vorzeigemodell, gibt es eben Männer, die stark sind und gleichzeitig emotional sein können. Und so haben wir auf der einen Seite unsere Firmenbrands, die alles anbieten, was Spaß macht. Da ist dabei Adrenalin, Originalität und Kult. Vielleicht, wir sind gerade im Gespräch, werden wir auch Harley Davidson als Partner bekommen. Ich kann es aber noch nicht versprechen. Vom Wellenreiten bis zum Bungee-Jumpen, vom Kickboxen bis zur Stimmfabrik können wir Ihnen alles bieten. Die Stimmfabrik macht aus jedem von uns einen Rockstar. Aber neben diesen spaßigen Teil unseres Männerkongresses haben wir auch eine ernste Seite. 76% der Suizidfälle gehören dem starken Geschlecht an, genauso wie 80% der Obdachlosen. Und es schaut so aus, als würde es in der Gesellschaft niemanden interessieren. Es verhält sich ähnlich wie mit einer 5 Jahre kürzeren Lebenserwartung. Man geht einfach damit rein und sagt, selber schuld. Trink weniger, rauch weniger, dann lebst du länger. Aber niemand fragt sich, warum raucht man mehr? Warum trinkt man mehr? Wenn Sie sich erinnern können, vor 2 Jahren gab es diesen Fall Oliver. Ja, also ein Däne hat das Kind einer Grazerin entführt nach Dänemark und die Frau war fix und fertig. Halb Österreich hat mit dieser Frau mitgelitten und würde natürlich verstehen, dass die Frau vielleicht auch einmal eine Zigarette raucht oder etwas mehr trinkt, um diesen Stress zu verarbeiten. Aber interessiert sich irgendjemand für die tausende Männer, denen das jedes Jahr in Deutschland und Österreich passiert? Aber genau unsere Experten interessiert das. Sie gehen dieser Frage auf den Grund, warum lebt man 5 Jahre weniger lang? Oder wie verhält man sich am besten in Beziehungskonflikten? Was kann man nach Trennungen machen? Wie kann man in einer komplizierten Jobsituation besser vorankommen? Auch Spitzensportler werden in diesem Kongress zu Wort kommen, wie man in Stresssituationen besser damit umgehen kann. Und wenn du jetzt spezielle Fragen hast an einen unserer Referenten, dann schick mir einfach ein Mail an diese Mailadresse. Männerkongress@gmx.at und wir werden diese Fragen sammeln und dann wird der Referent deine Fragen live am Ende des Interviews beantworten. Wie kommst du nun überhaupt zu dem Online-Kongress? Ganz unten auf der Homepage gibt es 2 Buttons und da kannst du dir einen aussuchen, draufdrücken. Du wirst dann weitergeleitet. Wir brauchen deine E-Mail-Adresse und einen Namen. Es kann ruhig ein Fake-Name sein. Die E-Mail-Adresse muss stimmen. Wir werden nichts von deinem Konto abbuchen. Wir werden dir auch keine Spam-Mails schicken, sondern es geht darum, dass wir dir, wenn der Kongress beginnt, einen Zugangslink schicken, damit du Zugang eben zu dem Kongress hast. Zum Abschluss gibt es noch unsere Kooperationsbörse. Auf dieser Seite findest du sämtliche Initiativen im deutschsprachigen Raum, die sich mit dem Thema Mann auseinandersetzen. Ja, ich hoffe, das erste Interview zum Männerkongress hat dir gefallen und ich würde mich freuen, dich bald wiederzusehen bei einem der zahlreichen Online-Interviews auf dem Männerkongress 2016. Bis bald. Ciao.